So, wir haben schon wieder eine neue Aufgabe. Neuer Tag, neue Aufgabe, klar. Also, besuche Paradise Palms und Lucky Landing innerhalb von einem Match. Dürfte eigentlich simpel zu machen. Das machen wir komplett im Gruppenkeile-Modus. Weil egal wie die Zone fällt, es ist eigentlich easy zu schaffen, weil alles in einer Region ist. Dann möchte ich mich schon mal bedanken, dass wir jetzt 44 Abonnenten sind. Ich weise nur darauf hin. Noch 6 Abonnenten, kommt die fünfte Zahl unten hin. Für den Paysafe-Code, wer schon versuchen will zu knacken, unten in der Videobeschreibung sind alle Links drin, auch wie das Gewinnspiel quasi genau abläuft. Ja, also ist eigentlich ziemlich simpel. Und jedem, dem ich helfen kann, lasst gerne ein Abo da. Einen Daumen nach oben, weil ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit, Abozeit, Likezeit und Kommentierzeit. Wie ich gesehen habe, konnte ich ja einem schon helfen, der bei Rettet die Welt nicht so richtig zurechtkam. Und deshalb gebe ich auch jedem Video immer den extra Namen, wie die Mission ist. Also nicht irgendwas Eigenes dazu, sondern halt wirklich immer, wie die Aufgabe ist. So. Weil genau aus dem Grund kann ich euch halt immer die Tipps dann geben. Es bringt ja nichts, wenn ich irgendeine Mission irgendeinen anderen Namen gebe. Und dann fragt ihr, wie hast du das gemacht? Und ich muss selber gucken, oh, welches Video war denn das? So, unsere Zone fällt schon mal perfekt. Ich muss eigentlich nur hier unten, wo der Teamkollege auch schon markiert hat, von da hier rüber, zack. Mehr muss man schon nicht machen. Die Endzone wird wahrscheinlich so entweder das, die Retool oder Tilted sein. So, ich bin gerade überlegen, ob da irgendwo ein Hoverboard ist. Ich weiß nicht, ob da. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, wir laufen einfach schnell hin. Im Gruppenkeiler hat man ja eh immer den Fallschirm. Von daher einmal richtig hochgebaut und dann ist man eigentlich auch schon da. So, ich gehe wie immer in mein letztes Haus. Das war jedenfalls der Grundplan. Bei Gruppenkeile denke ich nie dran, dass der Scheißgleiter zu spät aufgeht. So, wie ihr seht, hier bin ich schon gelandet. Oh, was hol ich mir? Ah, doch, ich hol die Assi-Munition. Zack. Ja, zwar nur 4 Schuss, aber vielleicht finden wir noch ein bisschen Munition. Ja, leck dich erstmal zu Tode am Anfang. Das ist halt der Nachteil am PC, sag ich ganz ehrlich. Der PlayStation leckt eigentlich nie irgendwas. So, gerade mal ein bisschen Grundwaffen sammeln. Die Endzone, ja, hält sich alles noch im Rahmen. Ein bisschen Holz schon mal sammeln. Weil selbst wenn die Zone ganz beschissen fällt, ist es machbar. Gerade mal gucken, ob hier noch gerade schnell was ist. Munition kann man nie genug haben. Ich werde nur froh, wenn ich hier noch gerade auf dem Weg eine Pump finde, aber ich glaube, da war eine. Ah, egal. Geht hier nur darum, dass ich euch schon mal die Aufgabe zeige. Dass ich jetzt besonders viele Kills mache, ist ja jetzt nicht das Wichtigste. Und ich sage ja, selbst wenn ihr in einem Gegnerteam wärt, dann wärt ihr halt erst rüber geflogen zu Lucky Landing. Ich schaff das halt locker. Gerade weil ihr die Fallschirme habt, wenn ihr so viel Materialien ruckzuck farmt. Dass ihr einfach, ihr könnt euch ja hochbauen und direkt darüber fliegen. Ich werde es auch jetzt mal zeigen. Ich sammle nur gerade noch ein bisschen was. Und ich glaube, 400 ist zu wenig. Dun, so, nochmal hier den Baum noch. Ah, er hat eins gefunden. Ah, doch, ich glaube, in dem einen Haus ist noch ein Hoverboard drin. Aber ist egal, ich baue mich jetzt da in einen Berg hoch. Und von da baue ich mir eine Rampe hoch und dann fliege ich einfach darüber. Ja. Zack. Das müsste eigentlich safe reichen, wenn ich mich jetzt hier von der Spitze. Zack. Dann einfach hier hoch in der Hoffnung, dass mich keiner runterschießt. Das wäre natürlich ein bisschen blöd. Das müsste eigentlich safe passen.
Nur lootet halt nicht zu lange, nicht, dass die Zone dann schon kommt. Nicht, dass ihr dann nicht mehr die Zeit habt und die Zone dann zwei Schaden macht. Aber selbst dann müsste es eigentlich reichen. Jetzt hängt mir mein blödes Ladekabel vom Headset am Finger. Ah, wir verballern trotzdem mal alles. Ich gehe jetzt auf Nummer sicher. Ach, guck mal, ihr seht's ja. Easy. Warum kann ich jetzt den Fallschirm nicht? Alter, jetzt kann ich da hingleiten wie so ein Dummi. Aber wir waren am Ende der Map. Dann ist die Aufgabe ja schon fertig. Jetzt, oh, das zählt auch schon. Es wäre nur noch nice, wenn ich irgendwas zum Werfen finden würde. Weil die Aufgabe von gestern habe ich nämlich noch nicht fertig gemacht. Aber das ist eigentlich müssten wir schon was finden. Ach, und mir ist noch eingefallen, dass wir ja einmal die Granate haben, den Zonenwerfer und dann gibt es doch noch diese, ja, jetzt weiß ich den Namen wieder nicht, wo man sich halt wegbouncen kann selber quasi. Mensch, ich komme jetzt drauf, wie die heißen. Ich weiß es jetzt echt gerade nicht. Ich hoffe jetzt einfach, dass ich hier einfach nur graue Granaten finde oder irgendwas. Ach, hier war auch schon einer. Da oben ist schon mal meine Pump. So, bitte grau. Ja, toll. Das brauche ich nämlich nicht. Ah, ne, ich fuck die Leute jetzt richtig ab mit den Dings. Da sind auch keine. Ah, ich hätte die schon gerne, ey. Ich habe nämlich ungern irgendwelche Aufgaben offen, auch wenn ich weiß, die sind so simpel, aber. Guck mal, da auf dem Dach. Natürlich nicht. Gucken die Kiste, auch wenn die Zone schon kommt. Aber das ist eigentlich auch egal. Ah, da wollte ich gucken, ob die zählen. Das zählt! Also, die zählen auch. Das war ich mir nämlich nicht sicher. Man kann sie zwar werfen, aber sie sind ja in dem Sinne nicht Sachen, die Schaden machen oder so. Aber man kann sie ja werfen, also zählen die auch. Also haben wir da auch schon wieder was dazugelernt. Das ist natürlich scheiße, ich habe nur 8 Munition. Dun, 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 dun. Warum muss der dieselbe Waffe haben wie ich? Oh Mann, nee. Gucken, ob in dem Loot vielleicht was drin ist. Ach, da gehen schon mehrere hin. Ach Mann, du Arsch. Ah, hast du davon? Mann, Mann, Mann. So, ich sag jetzt schon mal, ich hoffe, ich konnte euch mit der Aufgabe helfen, wie ihr gesehen habt, easy zu machen in einer Runde, auch wenn die Zone gut mitgespielt hat. Jetzt würde ich mich aber schämen. Nein, nein, meine Pumpe. Der kommt safe wieder, um sich zu rächen, wette ich drum.
ich nicht. Gucken, ob ich trinken darf. Ach Mann, ey. Hat der mich nicht eben schon mal weggeholt? Also ja, meistens so. Wer für Fortnite Geld ausgibt, hat meistens ein bisschen was drauf. Oh nein. Wieso treffen die nicht? Was ist denn für ein Scheiß? Das war's mal wieder komplett. Ein kleiner Assis. Also zwei Kills erst ist natürlich ein bisschen schwach. Also jetzt müssen echt langsam mal die ersten Kills kommen, ey. Wechselt er? Keine Chance. Keine Chance. Hat aber auch direkt richtig gewechselt. Ja, war klar, mit 36 Leben. Da reicht ein Hit. Schaff das da hoch. Na toll, jetzt bin ich der Depp hier unten. Ja, Bauautismus. Ach, und keine Mats mehr. Mats. Ah, ein Häufchen Elend rennt durch die Welt. Ja, die kann ich eigentlich überhaupt nicht gebrauchen. Ich weiß, das Jagdgewehr mag ich irgendwie überhaupt nicht mehr. Früher ja, aber. Oh, yo. Leckt doch noch mehr. Oh, wer macht jetzt Auge auf mich? Das war auch mein Plan. Ich glaube, er hat sich rüber gebaut. Jetzt reicht's aber mal hier mit einem scheiß Skin. Ja, du stehst natürlich oben drauf. Mann, 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 Mann. Furchtbar. Geholt. Nicht ein Schuss auf das Häuschen. Kann doch nicht wahr sein.
klaut mir noch einer den Kill. Jetzt reicht's. Toll, Runde schon zu Ende. So, wie gesagt, einfach von Lucky Landing, Paradise Palms, würde ich sagen, ist die einfachste Variante. Andersrum würde ich es nicht machen. Also nicht erst Paradise landen und dann zu Lucky rüber. So, ich hoffe, ich konnte euch halt, wie gesagt, damit helfen. Lasst mir gerne ein Abo da, ein Like. Wie gesagt, PaySafe-Karte ab 50 Euro, ach 50 Euro, sag ich schon. Ab 50 Abonnenten gibt es halt die fünfte Zahl. Also wir kommen immer näher. Ich bin halt echt mal gespannt, wer denn als erstes knackt. In dem Sinne würde ich sagen, Ladebildschirm, Abo-Zeit, Like-Zeit, Kommentierzeit. Also in dem Sinne, haut rein.